Mobutu wähnte sich gern populär. Aber zwischen ihm und dem Volk stand immer das Militär. Ohne die Armee wäre Mobutu nie Mobutu geworden. Auch ohne Belgien nicht. Die Armee und Belgien waren bei dem unglaublichen Aufstieg des Feldwebels zum Marschall untrennbar verbunden. Alles begann in den 50er Jahren, als der junge Jean Mobutu Soldat in der Armee von Belgisch-Kongo wurde. Dies war die Glanzzeit der Kolonien. Die Armee von Belgisch-Kongo nannte sich Force Publique. Eine Armee nach dem Vorbild der Kolonialgesellschaft. Ein weißer Kopf auf einem schwarzen Körper. Das Fußvolk war schwarz, die Offiziere weiß. Die wichtigste Aufgabe der Kolonialarmee war die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer starren Gesellschaft. In der Force Publique lernte man blinden Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Diese Lektionen hat Mobutu nie vergessen. Im militärischen wie auch in vielen anderen Bereichen folgten der unabhängige Staat Kongo und der spätere Zaire dem Beispiel von Belgisch-Kongo. Präsident Mobutu kehrte wie unter Zwang immer wieder zu diesem alten Vorbild zurück. Während seiner gesamten endlosen Regierungszeit gründete Mobutu seine Macht auf Gewalt und bedingungslosen Gehorsam. Aber der Gipfel war, dass belgische Offiziere über lange Zeit bis 1990 die Ausbildung der Sonderdivision des Präsidenten übernahmen. Ein Zeichen von unverbrüchlicher Treue oder von abgrundtiefem Zynismus. Die Verbundenheit Belgiens mit Mobutu ist eines der großen Rätsel der belgischen Geschichte. Am 30. Juni 1960 wird die Unabhängigkeit verkündet. Der Kongo ist nun keine belgische Kolonie mehr. Il est 16 heures ce 30 juin après-midi. Il fait un temps splendide. Il y a quelques heures seulement que le Congo est devenu un État indépendant. Nous nous trouvons au boulevard Reykmans, dans cette grande artère qui part du Palais de la Nation, et les ovations qui retentissent et où l'on voit quantité de mains noires et blanches. Dieser 30. Juni ist ein ruhmreicher Tag für Kasavubu und Lumumba, die beiden großen Nationalistenführer, die Präsident bzw. Ministerpräsident des neuen Staates geworden sind. Voici rutilante la musique de la force publique. Peau de léopard, tambour bleu et jaune, gants blancs, shako brun. Aber an diesem Tag der Unabhängigkeit werfen die darauffolgenden bitteren Enttäuschungen bereits ihre Schatten voraus. Die Force Publique ist noch immer präsent und bleibt sich selbst treu. Nichts hat sich verändert. Es herrscht immer noch Diskriminierung. Alle Offiziere sind Belgier, alle Soldaten Kongolesen. In den Tagen nach der Unabhängigkeit, durch die Hinrichtung dieser vier Männer soll die Bevölkerung eingeschüchtert werden. Sie bildet den Auftakt für Mobutus Regierungszeit. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de procéder à l'exécution des peines? Pour moi, c'était nécessaire. Ça va vous paraître peut-être illogique, mais vous raisonnez vous autres Européens avec votre esprit cartésien. Mais nous, nous sommes des Bantous. Le respect dû au chef, c'est quelque chose de sacré. Et il fallait frapper par un exemple.
Repression und Nationalismus. Die Kongolesen haben jetzt nur noch die Wahl zwischen Angst und nationalem Überschwang. In Leopoldville, das jetzt Kinshasa heißt, zeichnet die Parade zum 6. Jahrestag der Unabhängigkeit die Ereignisse der Geschichte nach. Um an die Leiden der Kolonialzeit zu erinnern, wird die Force Publique als Stöcke schwingende Peinigerin in Szene gesetzt. Das gesamte Spektakel ist eine Variation über das patriotische Thema mit den Belgiern in der Rolle der unverbesserlichen Rassisten. Präsident Mobutu beginnt einen Kampf um die Wiedergutmachung der Schäden der Kolonialzeit und die Kontrolle über die Bodenschätze des Landes, insbesondere in Katanga. Der allmächtigen belgischen Bergbaugesellschaft Union Minière droht die Verstaatlichung. Auf Belgien wirkt dies wie eine kalte Dusche. Ein Teil der Presse verliert die Geduld und verspottet den neuen Herrn des Kongo. Zwischen Mobutu und der belgischen Presse ist dies nur die erste Episode eines langen Fortsetzungsromans. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a traité de fou dans un de vos journaux, alors que je ne suis pas fou. On a même été jusqu'à raconter que je fumais le chanvre, que j'étais devenu alcoolique, que je n'étais plus maître de mes facultés. Toutes sortes d'adjectifs désobligeants, à mon égard. Mais ici, on n'ose pas le faire contre votre roi. Pouvez-vous me dire, me citer, un seul journal congolais, hebdomadaire ou quotidien, qui a osé une seule fois depuis 6 ans que nous sommes indépendants, citer votre roi, donc le roi Baudouin de Belge, dans une seule ligne d'un article? Ça n'existe pas. Mais chaque jour, le général Mobutu, qui est maintenant président de la République démocratique du Congo, est traîné dans la boue. Der Konflikt spitzt sich zu. Einige Monate später, im Jahr 1967, wird die belgische Botschaft in Kinshasa geplündert. Die belgische Regierung protestiert und stößt sogar Drohungen aus. Die Krise folgt, wie die unzähligen späteren Konflikte, immer demselben Schema. Präsident Mobutu versammelt in Kinshasa die belgische Presse, die er von nun an, je nach Bedarf, entweder als Zielscheibe seines Hasses oder als Sprachrohr benutzt. Le danger pour les relations belgo-congolaises, c'est ce groupe de pression. Il y a des messieurs qui croient qu'avec leur titre de noblesse, ils peuvent faire du Congo ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas vrai. Nous sommes là pour leur démontrer le contraire. Qui est adapté pour ce groupe de pression? Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby comme... là-bas. Il y a un lobby. Mon cher, qui a monté l'affaire de la sécession katangaise? On est belges. Je ne vous apprends rien ici. Et tout ce que j'ai voulu, n'est-ce pas, en vous faisant venir au Congo, à Kinshasa d'abord, au Katanga et dans le reste du pays ensuite, c'est pour que vous puissiez voir et entendre. Seit Lumumba war kein kongolesischer Führer so hart und so offen gegenüber den Belgiern. Aber das Erstaunlichste ist, dass Belgien Mobutu nichts nachträgt. Er braucht nur einen anderen Ton anzuschlagen, schon ändert Belgien seine Haltung. Ganz so, als sei nichts gewesen, lässt sich Paul-Henri Spaak, der belgische Außenminister, einige Zeit später in Kinshasa mit dem Leopardenorden auszeichnen. Was war passiert? Mobutu war einfach der Ansicht, dass die Krise lange genug angedauert hatte. Seine Macht war gefestigt, die Wirtschaft hatte sich erholt und der Kupferhandel blühte. Mobutu hatte keinen Grund mehr, wütend auf Belgien zu sein. Ganz im Gegenteil. Und in Belgien drängen die Leute, die im Kongo noch über Beteiligungen verfügen, auf eine Versöhnung. 1969 wird Präsident Mobutu mit allen Ehren in Brüssel empfangen. Im Kongo herrscht jedoch immer noch dasselbe Regime, die perfekte Diktatur. Aber in Belgien schlägt die Stunde des Realismus. Geschäft ist nun mal Geschäft. Thank you.
Mobutu besucht während seines Aufenthaltes zahlreiche Unternehmen und trifft viele Geschäftsleute. An diesem Tag hält er sich in Gent auf. Monsieur le Président, vous nous faites un grand honneur en venant visiter Sigma. Ein aufschlussreicher Besuch für Mobutu. Wenn er es bisher noch nicht wusste, kann er jetzt ermessen, wie kurz das Gedächtnis der Belgier ist. Ministerpräsident Gaston Aeskens hat nur Komplimente für den General und Präsidenten übrig. Le gouvernement et le peuple belge sont très heureux de la visite que vous faites dans notre pays. Monsieur le Président, nous apprécions avant tout tout ce que vous avez fait pour conduire votre pays, la République démocratique du Congo, sur le chemin de la paix, de l'ordre, de la discipline et de la sécurité. Eh bien, nous savons qu'une grande destinée attend votre pays, qui est si grand, si vaste et si riche en ressources. Klarer kann man es nicht sagen. Wen kümmern schon Demokratie und Menschenrechte? Den Belgiern gefällt vor allem, dass der Kongo reich an Bodenschätzen ist und in Kinshasa Ordnung herrscht. D'entente. Et je le souligne, dans le respect total de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Président Mobutu, un premier. Auch die belgische Presse wechselt die Tonart. Monsieur le Président, nous avons été bouleversés des changements qui sont survenus au Congo. Nous avons constaté une amélioration formidable, mais nous voudrions vous demander, pour vous, président de la République démocratique du Congo, quel est le visage du Congo 69? Merci beaucoup pour la question et merci aussi pour l'introduction. Je dois commencer personnellement, ce qui me concerne, par vous remercier tous. Au nom de mon gouvernement et de tout le peuple congolais. So steht alles zum Besten, im Besten aller Kongos. Alles ist bereit, man ist gerüstet für die Verklärung. Dem Besuch Baudouins steht nichts mehr entgegen. ...1970 kehrt nach langer Abwesenheit der belgische König in den Kongo zurück. 10 Jahre sind seit dem Tag der Unabhängigkeit und 3 Jahre seit der Krise von 1967 vergangen. Eine Reise, die man für unmöglich hätte halten können. Doch das Wort unmöglich kennt man im Kongo nicht. Die Reise wird ein Triumph. Und es ist schwer zu sagen, wer von beiden glücklicher ist, Baudouin oder Mobutu. Für König Baudouin ist dies eine Rückkehr zu den Ursprüngen, zur berühmten Reise des Bwana Kitoko im Jahre 1955. Damals war Baudouin im Kongo wesentlich beliebter als in Belgien. In gewisser Weise hatte der Kongo ihn zum König gemacht. Heute, 15 Jahre später, wird ein anderes Haupt gekrönt, das von Mobutu. Mobutu ist Baudouin dem Ersten nun ebenbürtig und damit gewissermaßen sein Thronfolger. Dieser königliche Besuch krönt ihn zum neuen König des Kongo. Fortan verzichtet Mobutu der Erste auf seine nationalistischen Parolen. Ohne den geringsten Skrupel fügt er sich nahtlos in die Tradition der Kolonialgeschichte ein. Le fait colonial belge a créé des sentiments et des amitiés entre nos deux peuples. Dans cet ordre d'idées, coopérer avec nous, c'est en quelque sorte pour la Belgique poursuivre une œuvre magnifique qu'elle avait commencée, mais qu'elle n'avait pas achevée. Il y a là une sorte de responsabilité morale. Aber den Worten folgen auch Taten. Zwischen Mobutu und Baudouin herrscht mehr als nur förmliche Freundlichkeit. Die beiden Männer sind gleichaltrig. In diesem Jahr sind beide 40 geworden.
Sie fühlen sich als Freunde, als Gleichgesinnte. Zwischen den Ehepaaren entsteht eine fast familiäre Vertrautheit. Fabiola wird Patin des jüngsten Sohnes der Mobutus. Zweiwöchigen Reise durch den Kongo erleben das belgische und das kongolesische Staatsoberhaupt überall denselben frenetischen Empfang. Eine außergewöhnliche Demonstration der Betörung und des Einfallsreichtums der Menschen. Sowie dieses Orchester, das Kinder mit Hilfe von Autoteilen improvisiert haben. Im allgemeinen Freudentaumel bewahren einige jedoch einen kühlen Kopf, die Geschäftsleute. Mobutu hat die Reiseroute des Königs mit einigen industriellen Großbauvorhaben gespickt. Projekte, die mit ihrer gewaltigen Größenordnung den Ehrgeiz der neuen Regierung und den Profithunger europäischer und amerikanischer Gesellschaften stellen. In Kasai und Katanga laufen die Geschäfte weiter. In Kinshasa haben die Belgier zum alten Wohlstand zurückgefunden. Ob Entwicklungshelfer, Kaufleute oder Unternehmer, im Grunde verhalten sie sich im Kongo immer noch wie früher in ihren Kolonien. Die Krönung dieses königlichen Besuches ist die Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrages zwischen beiden Ländern. Der für diese Feierlichkeit gewählte Rahmen spricht Bände. Es ist die Handelsmesse von Kinshasa. Die Freundschaft geht also zunächst durch den Magen und durch die Brieftasche. In den Ansprachen ist jedoch wieder nur von Edelmut und Selbstlosigkeit die Rede. Nos deux pays décident de consacrer par un traité l'existence entre eux du plus fort, du plus sincère et du plus noble des liens, celui de l'amitié. Nourri aux sources d'un passé commun, expression d'une solidarité de fait qui s'impose irrésistiblement à nos deux pays, cette amitié est à présent plus solide que jamais. Am offensichtlichsten bleibt dennoch die Freundschaft zwischen dem König und dem Präsidenten. Sie prägt für lange Zeit die Beziehungen zwischen Belgien und dem Kongo, der schon bald Zaire heißen wird. Ein Jahr nach der unvergesslichen Reise wird aus dem Kongo Zaire und aus Joseph Désiré Mobutu wird Mobutu Sese Seko. Er ist fortan der oberste Führer, der Präsident und Gründer des allmächtigen MPR. Nur die Studenten von Kinshasa wagen es noch, ihn zu trotzen. Die Repression trifft sie hart. Sie werden in die Armee zwangsrekrutiert. Eine Generation fällt einer selbstgefälligen Staatsmacht zum Opfer. Der Mann, der sich als Erbe Leopolds II. Betrachtet, errichtet ein politisches System, das in seinen Grundzügen dem kolonialen Vorbild ähnelt. Gleichzeitig jedoch, so als wolle er darüber hinwegtäuschen, verordnet Mobutu die sogenannte Authentizität. Diese Kampagne der, frei übersetzt, Unverfälschtheit ist jedoch nur Fassadenkosmetik. Statuen werden entfernt, Straßen umbenannt, christliche Namen abgeschafft
und die Bantu-Tradition in den höchsten Tönen gepriesen. L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nous, Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Im Grunde ist Mobutu von Belgien enttäuscht. Enttäuscht vor allem von den belgischen Unternehmen, die sich darauf beschränken, in Zaire Gewinne zu machen und dafür immer weniger investieren. Aber Mobutu ist großmütig und lädt die gesamte politische Führungselite Belgiens nach Kinshasa ein. Dies ist die Zeit, in der die Regierung von Zaire vor allem von den Sozialisten unterstützt wird. Dies ist auch die Zeit, in der Mobutu den Handel und die Unternehmen zairisiert. Dies ist außerdem die Zeit, in der Mobutu den Mobutismus erfindet. La pensée, les enseignements et l'action du guide. C'est le mariage du peuple avec son guide. N'est-ce mon capo? Der Mobutismus ist ein Sammelsurium verschiedener Ideologien. Der oberste Führer hat das kommunistische China Mao Zedongs besucht. Dort begeisterte sich Mobutu, der Freund der Belgier und Amerikaner, für die große proletarische Kulturrevolution. So wurde der Mobutismus auch eine Zeit lang durch den Maoismus beeinflusst. Nichts scheint den Mobutismus mehr aufhalten zu können. Nichts ist zu schön oder zu groß für Zaire. Auch Belgien wirkt nun von Kinshasa aus betrachtet ziemlich winzig. ...1974 kommt es zu einer neuerlichen Krise, als ein belgischer Anwalt in Brüssel eine Schmähschrift gegen den Präsidenten und Gründer des MPR veröffentlicht. Diese Majestätsbeleidigung stößt in Zaire auf wütende Reaktionen. Eine Krise, die schließlich durch den Besuch des belgischen Ministerpräsidenten Leo Tindemans in Zaire entschärft wird. C'est donc en remontant le fleuve sur une cinquantaine de kilomètres que se sont engagées les discussions. Des discussions au sommet entre le président Mobutu et Leo Tindemans que rejoignaient de temps en temps les ministres concernés ou les experts. Für den Empfang der belgischen Delegation lässt man in Zaire einiges auffallen. Doch der Höfliche scheint trübt. Auch wenn er scheinbar kein Wässerchen trüben kann, hat Mobutu beschlossen, sich über die belgischen Minister lustig zu machen. Während eines Banketts zu Ehren der Belgier beschränkt der Sänger Mandiata sein Repertoire auf wallonische, flämische und Brüsseler Volkslieder. Informe in die Kasse, Wola, 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 Wola,
Am nächsten Tag werden die Baustellen des Pharaos besichtigt, der Inga-Staudamm, auf den man in Belgien und Zaire besonders stolz ist. In Wirklichkeit ist dieser Staudamm ein größenwahnsinniges Projekt, ein Vermächtnis der Kolonialmacht Belgien an den unabhängigen Staat Kongo. Dieser Staudamm über den Fluss Zaire soll so viel Strom produzieren, dass ganz Afrika damit versorgt werden könnte. Ein für Zaire unnützes, für Europa und Amerika aber einträgliches Projekt. Zaire sollte sich mit diesem technischen Irrsinn, gesteigert noch durch seine wirtschaftliche Absurdität, bis über beide Ohren verschulden. Der Staudamm, totgeborenes Projekt. Doch er ruinierte Zaire und bereicherte den Westen. Mobutu hatte sich zum Werkzeug und zum Komplizen dieses Raubzuges gemacht. ...1977 und 1978 erschüttern nacheinander zwei Invasionen der Provinz Chaba durch Ex-Gendarmen von Katanga die Regierung Mobutus. Der Koloss steht auf tönernen Füßen. Er wird von Frankreich gerettet. Belgien dagegen beschränkt sich darauf, seine Staatsangehörigen zu evakuieren, riskiert so wenig wie möglich und geht auf Distanz. Dies zeigt die paradoxe Haltung der Belgier seit der Unabhängigkeit. Immer weiter zog sich Belgien aus Zaire zurück, aber gleichzeitig klammerte es sich immer stärker an Mobutu. Während dieser gefahrvollen Zeit reist Mobutu dreimal überstürzt nach Brüssel. Ein Mobutu, der sich im Hintergrund hält, stärker als je zuvor besorgt um seine eigene Zukunft. Ende 1977 wird in Kinshasa das internationale Handelszentrum eingeweiht. Ein Prestigeobjekt, eines jener überflüssigen Großbauvorhaben, die Zaire zugunsten des Westens und der führenden Kaste ausbluteten. Lorsqu'on dit réalisation de prestige, on voit la cité de la voie du Zaire, on voit le bel immeuble que j'ai inauguré hier. Eh bien, ce qu'on voit là n'a pas été décidé pendant la crise. Ce qu'on voit a été décidé pendant que tout allait bien. Et puis, puisque c'était décidé, signé, il fallait réaliser. Im Grunde krankt die gesamte Wirtschaft. Der Kupferkurs ist eingebrochen, das Kapital ist abgewandert und mit ihm der Traum von einem erfolgreichen, blühenden Zaire. Der Staat existiert praktisch nicht mehr. Der öffentliche Dienst ist lahmgelegt. Die Fassade des Mobutismus hat Risse bekommen. Die Propaganda wird zur hohlen Phrase. Viele der Staatsbürger sind diese falsche Unverfälschtheit, die Authentizität, leid. In Kinshasa gärt die Revolte. Immer mehr Menschen nehmen sich trotz der noch immer brutalen Repression das Recht heraus, das Regime zu kritisieren. Auch in Belgien erheben Gegner Mobutus ihre Stimme. Belgische und zairische Regimegegner sorgen für zunehmende Störungen der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Je crois que nous sommes deux États souverains. Qu'il y ait des problèmes communautaires, flamands, wallons, Eupen, Malmedy, Bruxelles, ça ne nous dit rien. Nous sommes pour l'unité, vous êtes pour la division chez vous, ça ne nous dit rien. Lisez la presse zaïroise, tout ce qui se fait en Belgique, eh bien, nous suivons ça avec beaucoup de sympathie, mais pas d'ingérence de notre côté. Mais on dirait que pour n'importe quoi au Zaïre, il faut l'autorisation de tel journal, de telle opinion, de telle communauté pour agir.
Mes chers amis, non, trois fois non. Man hielt Mobutu für geschlagen, doch er ist wieder oben auf. Im Grunde entfernt er sich immer weiter von der Realität. Zwischen dem obersten Führer und seinem Volk steht eine Armee von Hofschranzen. Der Kongress der Einheitspartei ist ein großer Jahrmarkt der Illusionen. Nous voici arrivés à notre rendez-vous de ce lundi 4 février 1980. C'est pour moi. Doch je schlechter es um Zaire steht, desto größere Reden schwingt Mobutu. Ce qui fait la force d'un chef, c'est précisément la confiance dont il jouit de la part de son peuple. Aucun autre artifice ne saurait la remplacer. 1980 erreicht die Kluft zwischen Worten und Taten, zwischen dem Überfluss auf der einen und dem Mangel auf der anderen Seite, einen traurigen Höhepunkt. Während des Parteikongresses sterben die Kinder im Krankenhaus von Kinshasa scharenweise. Diesen Zeitpunkt wählt der neue belgische Ministerpräsident Wilfried Martens für einen Besuch in Zaire. Zwischen Belgien und Mobutu ist aus unerfindlichen Gründen erneut die große Liebe entbrannt. Wie die meisten der führenden belgischen Politiker, die während all dieser Jahre in Zaire empfangen wurden, wird auch Wilfried Martens schwach. Im Verlauf dieser Reise ist häufig von großen Summen, von Schulden und von wirtschaftlicher Sanierung die Rede. Aber einmal mehr scheinen die Gefühle stärker zu sein. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous demande de lever votre verre à la santé du Premier ministre, de Madame Martens, à qui je présente mes hommages les plus déférents. Et à l'amitié entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre. In Belgien legen die Gegner Mobutus ihre Waffen nicht nieder. Demonstranten verwüsten die Rasenflächen einer Residenz Mobutus in Brüssel. Die zairische Opposition wird immer lauter. Für Mobutu handelt es sich dabei natürlich um üble Machenschaften der Belgier. Doch der General steht über den Dingen. Der General fühlt sich nun sogar zum Marschall berufen. 1983 erlässt der künftige Marschall von Zaire eine Amnestie für alle Regimegegner. Er beschließt vor allem, seiner Regierung durch ein neues Bündnis mit Belgien wieder Auftrieb zu geben. Roi Baudouin, oye. Reine Fabiola, oye. Belgique, oye. Zaïre, oye. Amitié belgo-zaïroise, oye. Oye! 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 Oye!
1985 wird die zweite große Reise Baudouins nach Zaire erneut ein unglaublicher Triumph. Es sind die gleichen Bilder wie 1970, nur diesmal in Farbe. Das Zaire, das den König der Belgier willkommen heißt, ist in Wirklichkeit ein Trugbild. Hinter dem schönen Schein eines fröhlichen Durcheinanders verbergen sich ein Land in äußerster Bedrängnis und Bürger, die sich selbst überlassen sind. Bei dem Galadiner, das der Marschall spendiert und der berühmte belgische Koch Rohmeier zubereitet hat, zeigt sich der König in seiner Rede jedoch zurückhaltend. Les liens historiques, économiques et culturels qui rattachent la Belgique au Zaïre donnent à nos relations un caractère particulier. Verbinden Zaire und Belgien auf eine besondere Weise, so die beinahe diplomatische Wortwahl des Königs. Der Ton ist etwas abgekühlt, aber niemand stört sich ernsthaft daran. Wichtig war vor allem, vor Ort gewesen zu sein und auf dem Schiff des Präsidenten für die Fotografen posiert zu haben. So wie vor 15 Jahren. Majesté, le roi Baudouin Ier de Belgique, la garde d'honneur est rangée pour vous souhaiter. Un bon retour! Der völlig überrumpelte Martens weiß nicht, was er antworten soll. Mobutu steigert den Druck noch weiter. Er beschwört die längste und spektakulärste Krise aller Zeiten herauf. Eine Krise, die in dieser denkwürdigen, von den belgischen Nationalsendern BRT und RTBF live übertragenen Debatte gipfelt. Ein ungleicher und absurder Kampf. Zaire wird von drei prominenten Politikern, Belgien von vier Pressejournalisten vertreten. Szenen einer Ehe, bei der die Hauptakteure hinter den Kulissen geblieben sind. Mobutu hat seine Sprecher beauftragt, die Scheidung zu verkünden. Je suis chargé de vous dire, madame, qu'il n'y a plus de relations privilégiées entre la Belgique et le Zaïre. Je suis fondé et autorisé à vous le dire à partir d'aujourd'hui. Depuis ce débat, la coopération privilégiée. Le débat n'est pas terminé, mais je suis chef de délégation et je suis bien passé pour vous dire que nous avons mis fin au caractère privilégié de la coopération entre la Belgique et le Zaïre. Et mon chef d'État ne me démentira pas. Aber wir wissen mittlerweile, dass zwischen Mobutu und Belgien nichts endgültig ist. Auf dem Campus der Universität in Lubumbashi wird eine Studentenrevolte vom Militär brutal niedergeschlagen. Niemand kennt die Bilanz. Es hat wohl einige Tote gegeben. Doch die Angelegenheit zieht weite Kreise. In Belgien wird sie zur Staatsangelegenheit. Belgien, das bis dahin alle Schandtaten seines Schützlings hingenommen hat, fordert diesmal eine Erklärung. Nun werden andere Seiten aufgezogen. Mobutu wird unter Druck gesetzt, so als wolle man plötzlich seinen Sturz beschleunigen. Doch die Mühe ist vergeblich. Das genaue Gegenteil tritt ein. Mobutu bricht die Zusammenarbeit mit Belgien ab und bleibt auf seinem Posten. Die Schaufenster all jener Heilsverkäufer, in denen sich für die Menschen von Zaire nur noch ihre verlorenen Illusionen spiegeln. Verschmäht und desillusioniert zieht sich Mobutu aus Kinder.